Lauf mal hier rum, vielleicht. Das könnte noch wichtig werden. Entdecken wir ja noch was. Also da hinten ist wieder die Manuskriptseite, an die wir nicht drankommen. Hallo. Need this battery charged. No problem. Here you go. Thanks. Oh, das ging aber schnell. Listen, I don't know what's gonna happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Okay, I'm gonna go now. Wish me luck. Wait a sec, I want to ask you about something first. What did you mean with that my memory's a little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage, you're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. I was just visiting another dimension. Oh, yeah, okay. My bad. Ja, hört sich wirklich durchgeknallt an. Heißt das jetzt im Klartext, das ist schon die erste Munition, damit dann das erste erledigt? Die erste, holla. Das wäre nämlich dann eine extrem kurze Kampagne. Laufen wir mal hier rum. Hier waren wir ja noch nicht. Vielleicht entdecken wir noch was. Ich glaube, das Ding hier ist ein bisschen auf Wiederspielwert getrimmt. Was finden wir denn hier noch alles? Ja, Munition für dessen. Da ist doch noch was. The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight. Fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ear straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Ich wette, aus ist nicht ganz so schlau, aber auf jeden Fall hört sich das nach einem Fall für einen Plan B an. Leuchtfackel, Leuchtfackel. Lohnt sich hier mal ein bisschen rumzulaufen. Ich werde es trotzdem wahrscheinlich nicht oft tun. Ich kenne mich doch. Ja, da kommen wir nicht mal hoch. Hallo. Bin ich... Danke. Oh. Die sieht doch aus nach einer Tür, durch die wir durch könnten. Nein, ist es nicht, aber immerhin kann ich jetzt sofort wieder meine Munition auffüllen. Ja. Dann gehen wir doch mal Richtung Ölfeld. Da liegt noch eine Manuskriptseite, die sehe ich doch von hier. Es scheint so, das sind dann anscheinend kleine begrenzte Areale, wo wir da durch müssen dann. So, Moment. Ja, Mr. Scratch is a twisted copy of me, powerful and dangerous, but I know I can fight him. I don't think anybody else can. They don't understand what he is. What he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things. How to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's two steps ahead of me, but I can find him, and I believe I can stop him. Yeah, believing
Jetzt über was anderes. Hallo. Ah, da kann man einfach durch. Ach, da kommt ja noch ein Kollege. Oh, die waren mal in einem früheren Leben Feuerwehrmann. Hier wird mir noch ziemlich mit Munition ausgestattet. Ach, hallo. Ach, das sind welche von denen. Ach so, die muss man nicht unendlich. Oh. Töten. So, dann tun wir doch mal was. Das Rad war angebracht, das Öl floss, die Batterie war angeschlossen und die Lichter blinken. Im Ghetto Blaster lief die CD. Ventil ansetzen. Das Öl lief, ne? Was soll denn da hinten noch? Ah, da. Batterie ansetzen. Warnlichter betätigen. Das Öl lief noch. Ja gut. Achso, wahrscheinlich muss ich das Ventil drehen. Habe ich wahrscheinlich überlesen. Und das Satellit wird natürlich getroffen. Allerdings Erdmeteoriten, die und das war mal ein millionenvolles Produkt. Errungenschaft freigeschaltet, verändern Sie die Realität zum ersten Mal. Und Zerstörung entgehen. Sagt sich leicht. Achso, das war leicht. Zu Emma zurückkehren. Und das ist der Satellit. Keine Ahnung, wofür der mal gut war. Ich glaube, das war aber noch nicht alles. Mal wieder ein paar Kollegen. Das war noch nicht alles. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Hey! Hat noch gar nicht geschossen gehabt. Und erstmal wieder Munition auffüllen. What the hell was that? Easy. I got him. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. He
There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light. Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those the... what do you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, well, you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong, you're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here, okay? Was sie noch mal wiedersehen werden. Das heißt, wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen. Da ist zu. Da ist zu. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Aber da werden wir reinkommen. Hey! Da liegt eine Manuskriptseite, ich will da rein. Och Manu. Komme ich da rein? Nein, natürlich nicht. Das heißt, wir müssen nur ins Lokal. Na gut. Da ist nichts. Da hinten brennt wahrscheinlich wieder der Satellit. Gibt es hier sowas wie eine Map? Da war ich übrigens meiner Zeit mal wieder voraus. A poltergeist. Its existence is one of rage and hostility. And its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. Ich weiß nicht. Shit! So alltäglich ist für mich dieses Ding auch nicht. Oh, das war knapp. Das war knapp. Willst du mich verarschen? Mach das Ding auf! Wir könnten jetzt die Kasse plündern. Tun wir aber nicht. Wasser, nix. Von Belang, da ist tatsächlich zu. Wer hätte es gedacht? Ja, ein bisschen ruckelt es, aber wie schon gesagt, das liegt an der Aufnahme. Technik, da müssen wir schon nicht rein. Müssen wir nicht? The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Satellite and now this? That place might be involved. Mount Redtooth Observatory. Ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich noch zu einem Observatorium. Hier liegt jetzt wirklich Blutspritzer und alles drum und dran. Und wir kriegen jetzt wahrscheinlich ganz zufällig die Schlüssel für unsere Manuskriptseite. Oder? Ruckelt aber gerade ganz schön. Liegt, wie schon gesagt, an der Aufnahme. Ah, aber stören tut's mich schon. Und vor allen Dingen, ich bin überrascht, dass wir noch kaum... Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war.
damned by forces beyond her control as much as by her own actions. Hey, aber sie war doch im Licht. Das heißt, groß was anders machen, hätte sie auch nicht machen. Achso. Heißt, wir haben jetzt einen Bossgegner bekommen. Emmy tut mir die Emma schon leid, aber... Ja, sie ist, tut mir leid. Wir belassen es dabei.